redet. Also, du fängst an, so, mein Nein. Was soll ich dir sagen? Junger Mann, bitte. Wir haben viele Afrikaner hier. Hallo, junger Mann. Da hinten auch. Ich liebe Ghana. Meistens schon. Tell me. Gib mir die Mango. Ey, Denai, bitte. Guck mal, wir trinken Zero seit 2 Jahren immer noch fett. Denai, Mann. Warum du machst du jetzt? I want to tell you something. Ey, tell me. Please, make the camera out. Die sieht komisch aus, weil ich habe heute aufgenommen. Kein Problem. So now we go to Mekis. Summertime, good news, jaye plenty bunny. Kore follow. Du bist ein sri lankanischer Bruder, kann das sein? Also 2 Big Mac auf jeden Fall. Ja, du bist mein sri lankanischer Bruder. Du bist mein sri lankanischer Bruder. Ich hab dich erkannt, dass du sri lankaner bist. Was bin ich? Sri lankaner? Ja. Ja, Karte bitte. Ey, machst du mit Karte? Ey, sagst du zu mir, Mann? Denial. Ich kann den Text nicht. 90,3. Ey, mach kein Gerias. Kennst du? Meine Bank. Klatsch mal rauf, wie auf Arsch. Auf deine. Oh. Fake. Schluck auf, Bruder. 30 Mal. Warum mischen die das nicht mehr, Mann? Das nervt richtig. Ja, Denai. Am besten, Monte wurde eingeladen, diese Hochzeit von diesen Türken. Von Memo. Memo, mit dem er steht. Er steht damit. Mit ja, moin. Was ein deutscher Chubby, Digga, Alter. Monte, wenn du das siehst, schick mal Gönnergy, Mann, ist alles ausverkauft, Digga. Schick mal eine Palette. Schick mal eine Palette rum. Ey, Alter, alle kriegen meinen Koffer und ich krieg gar nichts. Kennst du die? Walla, Paul Jasik eigentlich, ne? Ja, weil er doch begründet worden. Ja, aber Bro, Rowhead, Digga, so. Ich hätte ihm geschickt, Bruder. Ich schick dir, Bro. Hegemonie. Ich schick dir Renova-Koffer. Ich schick dir Revova von Bazaar, Bruder. Alex. Deny it, Bruder. Spaß, Himbeersache. Wimtu? Wimtu, Bruder. Neuer Tag, neues Pech. Loren und ich haben Hunger. Okay, Loren hat jetzt auch Haare geschnitten. Jetzt sieht auch gut aus, jetzt können wir ihn nochmal filmen, ne? Und hier mit der Louis, mit der Goya, ne? Ihr wisst Bescheid. Ne? Und jetzt gehen wir Döner fetzen. So, der junge Herr hier kommt 3-mal die Woche hierher und er wird uns jetzt berichten, wie der Döner ist. Das geht rein wie Butter. Mhm. Was sagst du, 1 bis 10? So was klassische Döner angeht, einer der besten. Das ist der einzige, der ohne Maschine so dünn schneidet. Stimmt oder stimmt nicht? Ohne Maschine so dünn? Das ist schon echt fein. Echt? Nudeln einfach. Er hat einfach Kevin von Mbappé. Ja. So. So, Fazit zum Döner. Wenn der Typ einen Laden aufmachen würde in Hamburg mit... Ist okay. So, Friends, wir sind jetzt in Neukölln. In Syrien. In Syrien. Little Syrien. Little Syrien.
Jetzt gibt's Shawarma, Habibi. Let's go. Bruder, guck dir diesen Spieß an, Bruder. Größer als sein Kopf, Bruder. Jungs, schaut euch das an. Zeig mal hier. Das ist dein Teller. Arabic one. Arabic. This is the crispy one. Hey, you know, this is the best chicken in the city, brother. You have here some shawarma, chicken, brother. In some, the best here. Den, you know, here, the Gurke, man. Wir sind einfach im Ghetto. Also, guckt euch einfach um. Wir sind hier in Sonnenallee, Ghetto. Shootings around me. Hier, er probiert das erste Mal syrische Shawarma. Boah. Saftig? Gut, der Würz ist anders. Harmonie. Die legen dir auch immer extra da was drauf. Und ich würde dir jetzt empfehlen, mit Granatapfel ein Stück Shawarma zu nehmen. Genau. Jetzt einfach mal reinzubeißen und zu sagen, was du denkst. Ja, ist da Zimt oder so drin? Nee, es ist einfach nur Knoblauch und Fleisch. Und es ist halt arabisches Brot und anderes Brot noch. 9,1. So ist richtig.